Einen echt guten Draht zum Wettergott hatten die Vereine rund um den Allersee. Zum großen Fest der Vereine gab es von der ersten unabdingbaren Zutat für eine gelungene Veranstaltung reichlich: Kaiserwetter. Bis zu 35 Grad halfen den Vereinen rund um den Allersee, den Menschen in und um Wolfsburg herum ihren Wassersport vorzustellen. Denn bei fast allen Aktivitäten konnte man ordentlich nass werden, nicht zum Leidwesen der Besucher. TV38 war mit einer gut 1,5-stündigen Live-Sendung natürlich auch vertreten und stellte den Zuschauern via Internet-Livestream die bunte Vereinswelt und vor allem die Menschen dahinter vor. Viele Gesprächsgäste nahmen sich für das Moderatorenteam Marie-Louise Heine und Fred Baerbock gern die Zeit, um vor laufender Kamera über ihre teils besonderen Hobbys, ihre Vereine, aber auch die Menschen dahinter zu berichten. Und immer war das verbindende Element das Wasser und das Ehrenamt, ohne dass es in den Vereinen nun mal nicht geht. In der Sendung ging es um die Themen Segeln, Tauchen, Kanu, Stand-Up-Paddling und. Aber nicht nur darum. Auch die Hilfeleistung am und im Wasser war ein Thema, denn Vereine wie die DLRG sorgen sich Jahr für Jahr um die Sicherheit der Wassersportler und Badegäste. Und wie sollte es anders sein? Sie machen den Job ehrenamtlich. Beziehungsweise am Allersee gibt es auch eine der Stationen, die ihr in Wolfsburg unterhaltet. Genau. Was steckt da alles an Eigenleistung drin? An Eigenleistung steckt in der Wasserrettungsstation ganz einfach, dass wir die von Mitte April bis Mitte Oktober komplett besetzen. Wir versuchen natürlich, da wir es alles ehrenamtlich machen, auch, dass wir mindestens 7 Leute immer haben, so dass dann immer ein Bootsführer, ein Wachleiter mit dabei ist und der Rest halt Rettungsschwimmer sind, respektive in der Ausbildungsstruktur Wasserretter sind. Das ist halt auch ein riesen Ausbildungsgang, der da stattfindet, so dass wir da halt auch immer so ein paar kleine Handwerkerarbeiten so in der Vorsaison und in der Nachsaison machen, dass wir uns da halt auch wohlfühlen. Ne, wenn ihr wart ja schon drüben bei uns, habt gesehen, wie schön es aussieht. Ne, es ist alles, das ganze Interieur ist mehr oder weniger in Eigenleistung alles erstellt worden. Deswegen. Ja. Gibt es da so eine ungefähre Zahl, was da an Einsatzstunden so drinsteckt? Etwa? Rund? Unzählbar. Ja. Also Hunderte. Hunderte, tausende Stunden, die wir da alle zusammen jetzt in den letzten Jahren auch wieder geleistet haben, um das jetzt wieder auf den modernsten Stand zu kriegen und um uns wohlzufühlen, ganz einfach auch. Ja. Welche nützlichen Hinweise kannst du denn vielleicht unseren Gästen heute hier am Allersee mitgeben, damit sie sich nicht in Gefahr bringen, aber auch vielleicht darauf achten können, wenn andere vielleicht in Gefahr sind? Ja, ganz einfach. Das erste, viel, viel trinken und dann nicht den Alkohol trinken, sondern Wasser und Fruchtsaft schorlen, so dass man halt den Wasserhaushalt aufbewahrt und wiederherstellt. Sieht man bei mir läuft es auch schon wieder aus. Ne? Aber ansonsten, wie gesagt, viel trinken, nicht direkt aus der prallen Sonne ins Wasser springen. Gucken, dass man die Sonne zwar genießen kann, aber nicht zu lange in der Sonne bleibt, dass die Hitzeerschöpfung oder der Hitzeschlag nicht dazu kommt. Am Ende des Tages haben die Menschen einmal mehr gezeigt, wie bunt und voller Leben eine Gesellschaft sein kann, in der Ehrenamt lebendig ist und die entsprechende Unterstützung erhält.